So, und weiter geht's mit dem Vorproduzieren. Dieses Format ist hier Star Wars The Galaxy of Heroes. Und let's go. Oh, der Rahmen passt schon wieder nicht. Philipp, jetzt entscheide ich mal. Und guck mal, dass du die Folge am Anfang richtig machst. So, aktiviere mir doch mal unser lieber Cat Bane, den ich jetzt hier von den... wie nennt man die? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht habt ihr die Kämpfe überhaupt noch nie gesehen. Auf jeden Fall bekommt man mit denen mit den lilanen Dinger. Du kriegst jetzt hier richtig viele Trainingsdroide von mir reingepfeffert und direkt 270. Oh, wir haben uns nämlich gelevelt hier zur nächsten Folge auf 270 haben wir ihn jetzt nämlich hier und das war in der letzten Folge waren wir glaube ich noch Level 39. Ja, die sind alle noch 39. Das bedeutet, letzte Part hin haben wir uns verbessert und die Regel war ja dort, dass ich nichts im Off mache, wie außer farme. Das bedeutet, das, was ich jetzt hier gefarmt habe, wie ich jetzt hier gerade, wie ihr gerade im Hintergrund seht, gerade einsammeln. Ich hoffe, ihr hört nicht das, was im Hintergrund passiert, weil bei mir ist Fenster noch offen und da zwitschern noch ein paar Vögele und ja, ich hoffe, das stört jetzt nicht und jetzt müsste ich gleich alle für viel Geld verbessert haben. Aber 3,4 Millionen sind ja noch gut Geld. So, Herr Cat Bane, der braucht 30 Splitter. Jetzt verbessern wir erst einmal den hier, zack. Und gucke mal, was wir dort noch erledigen können. Dich können wir aufrüsten, zack. Und den Rahmen mache ich jetzt dann gleich wieder ganz. So. Und bevor ich das jetzt vergesse, mache ich das jetzt. Aufnahme läuft weiter. So, jetzt will ich mal wissen, wie sich das anhört. So, also, die Aufnahme läuft weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, was passiert, weil ich sehe es direkt nicht. Ich bin jetzt hier gerade auf das Zuschneid-Symbol. Dann tue ich jetzt hier ein Stück Zack. Ich hoffe, dass ich noch... Okay, so, und jetzt müsste eigentlich wieder passen. Okay, perfekt. Dann muss ich aber jetzt doch die Aufnahme beenden und wir gehen jetzt direkt zurück ins Spielgeschehen. So, perfekt. Jetzt sehe ich natürlich auch wieder, was hier passiert. Mir war gerade, ich habe mir ganz kurz die paar Sekunden noch angeguckt, wo ich nicht gesehen habe, was passiert. Und jetzt haben wir hier kurz die Anführerfähigkeit noch von ihr verbessert und hier nochmal zwei für die Cat Bane ausgegeben. Prinzessin Leia haben wir nochmal verbessert. Und jetzt müsste mir eigentlich alles verbessert haben. Also ich hätte es gern im Speed. Jetzt habe ich gerade leider nicht gesehen, wie viele neue Palpatine-Dinger wir haben. Wir haben drei neue Quests bekommen, die mir vielleicht gar nicht jetzt erledige wäre. Aber wir machen jetzt hier beim Grundlage des Imperium-Events weiter, weil das könnte mir vielleicht heute sogar abschließen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher, weil ich leider vergesse habe, was dort stand oder es nicht realisiert habe. So. Dann müsste es losgehen. Perfekt. Oh, jetzt habe ich aber zu viel vom Rahmen abgeschnitten. Nee, also das geht jetzt so auch nicht. Also Philipp, nein. Philipp, aus. Wir müssen das perfekt haben. Schon kann ich das vergessen. Nee. Philipp, so nicht. So, der komische Vergangenheits-5-Minute-Vergangenheits-Philipp oder wie auch immer, wie kurz es war. Der 2-Minute-Vergangenheits-Cache-Speicher ist jetzt fertig und jetzt haben wir hier einen Kampf auf der Schwierigkeitsstufe normal und mir wäre jetzt hier zuallererst den alte Ben, also Obi-Wan Kenobi in der alte Ben-Variante töte und wäre dem jetzt erst einmal hier ordentlich was blockiere, dann ein schöner Schuss, jetzt vorsichtig aufpasse, eigentlich müsste mir die Leia zuerst noch killen. Jetzt stirbt unser Imperator Palpatine, safe und sicher. Safe benutze ich eigentlich nie. Was war das jetzt hier? Stirb, jawohl. Und Han Solo, du bist der Nächste, der fällig ist. Und es tut mir leid, Herr Imperator. Du wirst jetzt dann gleich leider in eine andere Welt sein. Es sei denn, ich bekomme hier vorher noch alle eliminiert. So, dieser Schussdings da. Ja. Herr Imperator, gute Nacht. So. Was bringt das jetzt? Ah, das hätte mir jetzt gebraucht zum Heilen. Egal. Und. Jawohl. Und. Tschüss, Luke.
Und. Und. Ah. Und. Ah, hä? Ich habe den Ausweicheffekt durchbrochen. Komisch. Okay, gut. Und. Und. Jawohl, und jetzt nochmal einmal. Und dann nochmal. Und zum Schluss noch einmal. Jawohl. Und ihr seht's. Dann haben wir die Stufe normal auch abgeschlossen. Oh, jawohl. Und es gibt nochmal ein paar gute Splitter und nochmal ein paar gute Trainingsdroide. So, für die nächste Ding müsste mir 3 Stunden warten. Vielleicht mache ich das auch, aber ich denke wohl eher nicht, dass ich jetzt eine Cut mache für die nächste 3 Stunden, denn ich will jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Weil nämlich machen wir nämlich jetzt hier weiter und wir kämpfen direkt weiter. Im Moment bin ich leider gerade ein bisschen zu viel an Events. Ah ne, wir kämpfen gerade nicht weiter. Ich finde, ja, genau. Hier müsste man jetzt weitermachen. So. Weil die sind irgendwie jetzt zu schwach, finde ich. Wir nehmen mal den Sidious mit. Den schalten wir übrigens bald frei. Spoiler übrigens. Sorry. Jetzt ist schon auf dem Band. Jetzt nehme ich das nicht mehr raus. Der macht nämlich jetzt so Effekt, dass wenn der jemanden trifft, dass er dann nicht mehr geheilt werden kann und das andere ist einfach Rundumschlag, wo irgendwann in einem späteren Dings mit höchster Wahrscheinlichkeit zeitlicher Schade verursacht. Oder einfach dafür genutzt wird, alles schnell und schnell kaputt zu machen. So. So, Ahsoka. Und ein paar Jedi-Wache, Jedi-Konsul und Umschuss. Cat Bane. Das kann Betäube oder auch stark Schade machen. Wenn man den Cat Bane ein bisschen weiter levelt, bekommt er auch schöne Bonusangriffe dazu. Mit seinen schönen 2 Blaster und abgeschlossen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass das jetzt so ein bisschen... Nun ja. So, wir sind hier gerade bei Folge 23, wenn ich mich nicht täusche. Warte, ich guck dir mal nach. Währenddessen machen wir im Hintergrund den nächsten Kampf. Ja, dann fehlen uns jetzt noch wie viele Folge? Der Herr Count Dooku haben wir dabei. Uns fehlen jetzt noch 16 Folge. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das untergebracht bekomme. So, die erste Welle habt ihr sogar schon ohne mich abgeschlossen. So, ich lasse euch mal ein bisschen mithören. 8 Minuten braucht die neue Folge, nämlich die Folge Nummer 22, die letzte Folge und Welle 3. Jetzt nehme ich euch wieder mit, denn jetzt wird es wieder spannend oder eigentlich auch nicht, weil wir die schnell besiegt bekommen. Wieder Jedi-Konsul und wieder mal die Barriss Ophi. Ich habe in der letzten Folge auch übrigens, ja genau, der Effekt hier sorgt jetzt dafür, dass man sich nicht mehr heilen kann. Und das eine Auge dort kenne mir natürlich auch aus dem vorletzte Folge oder so. Das sorgt dafür, dass wenn man ihn abschießt, dass er dann ausweicht. So, abgeschlossen 1, 2 und 3. So, fertig. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Nehmen wir den Kylo Ren mit. So, wird geladen. Und nächster Kampf. Und Feuer. Und Rundumschlag. Und Welle Nummer 2. Irgendwie macht es ja so einen Spaß, wenn man so viele schafft, aber ist halt schon ein bisschen komisch, wenn man plötzlich so viele auf einmal besiegt. Das ist dann halt nicht Sache des Erfinders. So, und jetzt nochmal ein Schlag. So, also das Musikstück, wo gerade im Hintergrund kommt, ist übrigens das lauteste. Ah ne, stimmt gar nicht, aber es wird schon ein bisschen laut. So, machen wir erst den Elite und dann machen wir den Ton. Jawohl, totgeschockt und jawohl. So, danke Kylo Ren für deine Mithilfe und 3 Sterne nehmen wir mit. So, ich glaube einen Kampf werden wir noch machen. Jawohl, nämlich gegen Level 14, dann nehmen wir die Asajj Ventress mit, die habe ich übrigens auch als Lego-Figur. Ah ja, ich wollte übrigens heute angezockt machen. Und was passiert? Ich wollte so eine Demo-Version testen. Vielleicht kann man das ja auch als angezockt Material benutzen.
ging nicht. Das konnte ich irgendwie nicht richtig installieren. Ich wollte sogar den Ton extra aufnehmen, dass ich euch leise den Ton einblenden konnte, ohne geschützte Musik. Weil das Lego Harry Potter Spiel, wo ich anspielen wollte, die Demo-Version ging da nicht. Und da wäre ja Original dabei gewesen. Und ja, dann habe ich mir ein anderes Spiel rausgesucht, das ihr jetzt schon lange gesehen habt, angezockt, ey. Rise of Kingdoms. Da habe ich das in der 64-Bit-Variante von BlueStacks geöffnet. Das ging nicht, da musste ich es in der 32er öffnen, aber vorher in der 34er deinstalliere. Das hatte mindestens eine halbe Stunde gedauert, die 40 Minuten, bis ich den ganzen Blödsinn dann hat und dann ging's. Dann habe ich das angezockt aufgenommen, war ganz angenehm aufzunehmen und ja, jetzt werden wir uns halt noch ein paar weitere Spiele von Werbeanzeige ansehen. So, und dann haben wir den Kampf auch schon gewonnen. 1, 2 und 3. So. Dann habe ich euch aber heute aber schon mal ordentlich Folge aufgenommen. So, noch ein Kampf wird noch fehlen. Den schaffen wir, glaube ich, in der Folge nicht mehr. So. Tägliche Quests verfolge ich dort natürlich auch noch. Liebe Grüße an die Vergangenheit, Philipp. Wenn du das irgendwann mal siehst. Oder Zukunft, Philipp, wär's dann. Ja. Weil der guckt sich natürlich die Folge auch noch an. So, jetzt wird hier noch schnell verbessert und dann fertig, fertig, fertig. Danke fürs Ansehen, lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.